Und gleich schon verschluckt eine Anmoderation. Meine Lieben, ich habe noch keinen Bock, Fernsehen zu gucken oder irgendwas anderes zu machen. Ich habe jetzt Bock, noch ein bisschen Fishing Clan zu spielen. Ich wollte eigentlich offline spielen, aber wenn ich schon dabei bin, dann mache ich es halt im Livestream. Ihr habt das eh so gern. Deswegen bin ich da, meine Lieben. Und ich spiele jetzt noch ein bisschen Fishing Planet. Ja, von ETS auf Fishing Planet. St. Croix Lake bin ich. Ich möchte nochmal probieren, diese Welse ein bisschen zu checken und diese Lachse und so weiter und so fort. Halt alles, was so rumschwimmt. In dem Seechen. Vorher muss ich noch da was einstellen. Das eine Video kommt dann auch mal, wenn ich dann mal wieder Zeit habe, eins zu produzieren von mir. Ein bisschen vom Tanzen. Fishing Planet. Und ich poste das jetzt nochmal in Digis. Ich weiß gar nicht, was Chuck Bombe. Waren die so im Stress hier? Oder ich weiß nicht. Ich dachte, er fährt eigentlich mit uns. Ich das mal, damit die Digis auch Bescheid wissen, dass ich noch nicht lange, ein bisschen, ne? Habe ich noch ein bisschen Zeit. Deswegen mache ich das jetzt noch. So. Muss ich gucken. Hier wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nochmal hier versuchen auf diesen Digibels, ne? War ein bisschen lauter, Mann, ne? Aber ich gehe jetzt ein bisschen leise für dich. Schlag ist da. Ausschlag ist da. Machen wir mal auf 90, ne? Dann mal voll. Wieder zu laut. Gefäßgeräusche. Braucht sie? So. Probier das jetzt nochmal aus, weil das will ich jetzt wissen. Mit Stufe 3 runterlassen. Und probieren, diese Digis zu fangen. Die speziell. Ich habe so Bock. So, es ist natürlich 5:08 Uhr, weil die Lizenz habe ich jetzt gekauft. Jetzt muss ich es. Jetzt bin ich dazu verpflichtet, das durchzuziehen. Heftigst. Wow, was macht Katharina? Ich muss ja jetzt mal schreiben, was die macht. Ein bisschen umräumen. Eigentlich müsste die Welse gehen. Also der Stelle. Aber die Zeit spielt gegen mich, meine Lieben. Die Zeit ist eigentlich gut. Ich meine, habe den eher mit dem Krebs gefangen. Das sind so ein bisschen empfindlicher Fisch, ne? Der hat nicht so Bock. Den habe ich eher mit dem Krebs gefangen, nicht mit dem Jet. Also mit dem Jet kannst du den auch fangen, aber. Wo geht's hier runter, Willi? Mal wieder beim St. Croix Lake, meine lieben Freunde. Ja, geil. Hier mal unten zu lassen. Bisszeiten sind eigentlich gut. Oh, was war das? Fehlbiss. Zack. Wieder? Zweimal? Was? Oh, zweimal Fehlbiss mit dem Chat. Willi? Ja, der Krebs wäre hier eigentlich besser. Und es regnet noch bei uns. Das wollte ich noch sagen. Bin mal gespannt, wie alles reinkommt. Fünf Leute da, sehe ich schon. Oh, richtig? Bin gespannt, ob Markus auch noch dabei ist. Ja, lass mal runter hier. Der Wels ist geil, krieg ich die Punkte und hast die Kilo gleich voll, aber leider. Ich probiere den jetzt gleich mal in den Krebs zum Zaubern. Geht nix.
Schön chillig, Leute, noch in den Abend rein, weil ich muss ja morgen arbeiten und ich habe ja auch. Ja, das könnte keiner sein. Ein Zander? Ein Zander? Auf der St ein Zander auf der Stelle? Wie? Hatte ich da auch schon mal einen Zander gefangen? Da willst du gar nicht den Fisch fangen eigentlich, den Zander. Ich weiß, wo ich die fange. Du willst du Wels fangen und fängst den Zander. Muss mal weiter unten wo gehen. Ich möchte das ja wissen. Geh mal nicht ganz auf den Boden, sondern nur so leicht drüber. Ich habe hier Welse gefangen hier an der Seite im Chat, aber ich glaube eigentlich, der Krebs ist besser hier auf dem Wels. Sind eh schon so, die eiern eh immer so rum, ne? Ja, da komme ich gar nicht, da ist richtiger Hügel. Ne? Bisschen weiter nach rechts, dann kommt der Hügel, der komische hier, ne? Katrina, was machst du da oben? Es pumpert. Kannst du? Nimmt die Hütte auseinander oben. Klack hat's gemacht. Hier eingestellt. Ja. Wo ist der Wels? Weil wir auch noch hängen, er fickt doch die Wälder an heute. Boah, Alter, das war. Das war aber nicht das, jetzt, wie ich das mir gedacht habe. Der Wels. Den Krebs genommen. Rellchen? Oh, eine einzigartige Tigerforelle. Läuft bei mir.
habe ich geschrieben, reißt du die Hütte ab da oben oder bist am Tanzen, Gigi? Hast du noch Grünzeug? Lecker war's, bin noch im Steam mit Fishing. Wenn du hast, nehme ich gerne. Könnte mich zu Tode fressen. Eine Forelle hat gebissen und hat dann später ganz geil den Köder ausgeschissen. Weiter oben den Chat, das ist komisch. Wieder eine Forelle, oder? Hä? Ma, ist ja süß. Süß. Was ist denn das? Hä? Bachsäbling? Was? Ein Bachsäbling gibt es auch in Drofingen? Läuft. Hier sind Bachsäblinge? Von dem wusste ich gar nichts. Das ist mir neu. Ja, von dem wäre er auch nicht satt. Aber ich könnte ja echt probieren noch. Aber funktioniert eigentlich mit dem Chat? Das ist komisch. Ich will ja. Ich muss kurz die Hechte noch fangen gehen, Leute. Das geht so nicht. Probier mal den Krebs auf dem Wels, damit ich ein bisschen Kilo voll kriege, aber ich möchte halt nicht die ganze 2 Stunden hier da sitzen. So wie ich das jetzt mal mit dem Krebs. Der gut funktioniert, ne? Holla Molly! Ah, zu hängen, komm! Wie verarscht ihr? Das ist der Hotspot da drüben. Yeah, boy, meinte Shit. Kackt. Handy ist aus. Genau dort, wo ich eigentlich sein wollte, bleibe ich hängen. Und dann habe ich eigentlich diesen. Wird verkackt, oder? Das muss gehen, weil ich habe es letztens auch geschafft mit dem Wilson. Deswegen möchte ich das jetzt auch. War das weiter rechts, weiter links? Ich glaube. Ja, zwischen den Bäumchen hier. Ich weiß gar nicht, war ich ganz im Boden oder? Hängen. Letztens hatte ich den auch schon ein bisschen hier, oder? Krebs geht eigentlich nochmal alles gut. Hätte Wurm, ja. Ja, da kommt die Kante, siehst du? Nehmen wir hoch hier da drüben. Da haben sie die Welse auch schon versteckt. Sag, nee, nächsten Update, keine Welse mehr. Keine Welse. Dann
Gehe ich. Der Chat ist eigentlich schon gut normalerweise. Der funktioniert eigentlich immer normalerweise. Aber ich probiere noch einmal. Das wundert mich jetzt da drüben. Weil hier kannst du eigentlich normal die Welse fangen. Ja, letztens, die ging richtig Kilo, aber das war auch so eine gewisse Zeit, vielleicht am Abend besser. Ich weiß nicht mehr, welche Zeit das war. Am Abend mehr oder? Hier mega so ein Umräumen da oben. Alle Digis dachten, ich bin schlafen gegangen. Ha! Jetzt muss ich was machen, weil ich habe nicht so ewig Zeit hier. Das ist schwierig. Dann gehen wir halt auf das andere Zeug. Meine Fresse, dann halt nicht. Dann leck mich doch. Viel. Dann gehe ich halt zu den Hechten. Meine Fresse. Mein ich wollte. Nimm damit. Nein. Da war ich halt mit dem Chat klassisch, ne, mein Lieben. Oder der Blaue ging auch richtig gut. Haben die wieder so ein Scheiß-Fick die Wand an Update gemacht oder was ist los? Hey, es ist bitte in der Früh, 6:08 Uhr und die Bisszeit ist gut. Hey, Alter, echt? Ehrlich jetzt? Kann ich nicht glauben jetzt. Da muss ich jetzt gleich mal mit schweren Geschütz ankommen. Opa geht noch hier. Ein Wunder. Alter, was für eine Schwergeburt. Wie ein. Ne, ich will es jetzt gar nicht sagen. Nee. Alter, ey. Nach 45 Jahren hier. Was für eine Schwergeburt hier. Ein geiler Chat, hey. Schöner geht's gar nicht mehr. Ein roten Flüssigchen hier. Guter Hecht, glaube ich, oder ein Muskel, Lunge, ich weiß es nicht genau. Sehe ich, wenn ich ihn draußen habe. Das ist ein Hecht. So. So, da kann ich ein bisschen Kilo machen. Das noch mal so gut. Jeder Wurf muss einmal sitzen. Echt. Zander gibt es hier auch. Also von der Seite kann ich hier noch Zander. Jetzt extra mit dem Jet, Leute. Ich habe natürlich anderes Werkzeug auch noch. Funktioniert Werkzeug, nenne ich. Rink und Spinne und Jet und Gummifische nenne ich Werkzeug. Ja, manchmal ist es von der Seite so richtig verhext. Latsch. Gar kein Boot, das mache ich vom Land aus. Locker.
Ich finde, der blaue Blinker habe ich auch richtig gerockt, aber der, da kriegst du nicht die ganze Zeit welche. Ein schwerer und. Oh, Zander. Was? So weit oben? Okay, den hatte ich nicht mal auf dem Boden. Was läuft bei mir? Zander hier einfach. Okay. Ja, wann? Ja, warum nicht? Läuft, dann läuft's, ne? Da-da-di-da-dum-di-da-i. Da und der ich, der Mann. So weit oben, war nicht mal unten. Selten ist weit oben. Guck mal auf den Köder rechts hier, da kann ich ein bisschen mehr, da einfach ein bisschen mehr Gefühl dabei. Spielen. Ja, zaghaft. Dann muss ich wirklich diesen blauen da mal hinhängen hier. So neben dem Boot beim Fischhunter. Moin Dom, Christian, morgen. Ich habe mich doch noch entschlossen, ein bisschen zu streamen. Aber nicht mehr lange. Ein bisschen Fishing Planet, heute noch ein bisschen EDS gemacht. Okay, die sind echt mit dem Gummi sind sie echt zaghaft hier, ne? Die wollen mich verarschen, ne? Gerade. Alter. Habe ich probiert. Den blauen, da hat es ja auch ganz schön geknallt, ne? Letztens. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, meine lieben Freunde. So muss es machen. Oh, ein bisschen mache ich noch, Christian. Schön chillig. Boom. Bah, der rein. Uli. Alter. Er wollte jetzt wissen, der Freund, ne? Siehst du den blauen Castingspool ran und schon hat's geklappt, ne? Ah, der muss die Bremse ein bisschen höher drehen hier. Ich wollte mir noch ein Eis machen, ich pfeife. Bevor ich es anfange, nochmal zu ziehen. Ich wollte ein bisschen mal das ein Hecht bei Muskellunge. Aber Muskellunge gibt es auch. Blablabla. Denn die. Dann einfach ein bisschen variieren, ne? Mit dem Spinnerbait mal, mit dem Casting Spoon, mit dem Spoon, mit dem Popper ist auch ganz lustig. Geht auch. Oh! What the, was für ein Biss! Alter, hast du die Route gesehen? Scheiße. What the? Der ist gut. Er ist wie gerissen. Oh, Alter, der ist gut. Alter, wie ist der rein? Der wollte es wissen jetzt hier. Hast du gesehen, Christian? Krass, ne? Muss man genau auf die Route gucken, wenn der Biss kommt, sag mal. Oh, der ist richtig gut. Ich kann die Bremse gar nicht mehr höher drehen, wenn ich mache. Aber bin ich schon im roten Bereich hier? Oh. Oh, der ist gut. Das ist eine Muskellunge. Aber ich glaube, Trophy. Ja, 100%. Alter, wie der rein ist.
Bam! Der Rute Spitze ist gerade runtergewichst. Oh, der ist richtig gut. Die kriegen wir gar nicht rein. Der Rute. Der Rolle. Halt jetzt! Jetzt hier ist ein Muskelunge. Alter, was? Kämpfernatur. Oh, das ist einzigartig, so wie ich das sehe, oder? Kann das sein? Das nicht Trophy, oder? Trophy ist es garantiert. Ja, 100 fix. Alter, der macht mir die ganze Schnur kaputt hier. Kann ich gleich wieder neue Schnur raufhauen hier. Alter, wer echt jetzt? Ich kann die Bremse nicht höher drehen, das ist schon... Wow, echt jetzt? Oh, das ist richtig gut. Verlieren, nicht verlieren. Ich muss aufpassen. Oh, der ist richtig gut. Ich kann nichts tun. Ich habe so eine gute Route dran. Oh, der ist richtig gut. What the fuck? Ich gehe nicht rein. Alter, mit dem Casting Spoon, das kann ja nicht sein hier. Komm raus! Wow! Was für Fisch, Leute! Alter, was? 118 cm Muskelung in Trophäengröße? Was? Was für... Oh, nicht mal... Es ist unmöglich, in der Tiefe zu sehen. Ah, okay, warte mal. Ich möchte ein Bild machen hier. Kann ich nicht? Kann ich mich nicht bewegen? Ich bin hoch hier. Jetzt? Ja. Ja, dann machen wir ein Bildchen, Leute. Hallo erstmal. Oh. Schöner Fisch. Geil, ne? Alter! 118 cm mit diesem blauen. 14 Kilo. Mein neuer persönlicher Rekord von Muskelunge. Das ist gut, Leute. Gibt's noch größer? Das ist richtig gut. Ja, läuft bei mir. Ja, mega geil, Christian. Hey. 118 cm, Leute. Wie der rein ist. Alter. War richtig gut. So lasse ich es mir. So mag ich das. Der Biss, oder? Da haben wir noch mal einen Rekord hier. Zauber. Das mit dem Castingspoon mit dem blauen. Da kriegst du halt die großen mit solchen Blinkern, ne? Fängst nicht viele, aber dafür. Aber bald mal die Schnur wechseln hier und die Rolle mal. Oh! Was? An der Seite. Hallo, bin wieder da, Markus. Ich habe mich doch mal entschieden, Fishing Blender. Dankeschön, Markus, dass du noch reinschaust hier um die Zeit, ne? Ah, das Lied. Ich habe noch Hunger. Katrina oben hat gerade irgendwie die Wohnung umgeräumt oder getanzt, oder ich weiß es nicht. Ich dachte, die Hütte kommt runter. Ich habe ihr geschrieben, ob sie die Wohnung um. Nichts mehr da. Nichts mehr da. Ach, schade. Sehr schön, Hecht in Trophäengröße, alles in Trophäengröße. Läuft bei mir, meine Lieben. Machen wir mal hier rüber. Muskelunge finde ich halt den geilsten. Die gehen richtig ab. Schrieben nichts mehr da. Nee, da wieder mal hier. Zombiehuhn. Was? Zombiehuhn auch da? Jetzt sehe ich sie erst. Ah doch, ja, klar. Moin, Digi.
Oh, Felbis, du Sack! Habt ihr gesehen? Wow. Die Technik ist Hammer, was ich habe, ne? Ja, mit denen kannst du halt die Trophy-Größen fangen, ne? Wo? Was? Fail. Was? Was? Amerikanische Flussball-Trophy gehen. Ich wollte gerade rausziehen. Und da klappt der Barsch daran. Wie geil ist das denn? Läuft bei mir. Alter. Hör mal auf, mir, Alter, Alter. Wie geil ist das denn gerade? Ich will rausziehen und der Barsch geht ran. Nice. Ich find's geil. Ich find's auch geil. Jetzt, Leute, Jagd auf die Trophy und die Rekord Muskellunge und Hechte hier. Fetten Wels, aber ich glaube, ich muss echt die Rolle erstmal hier. Vielleicht die andere Rolle hinhauen. Noch eine zweite bestückte Rolle. Das mit dem Barsch, das war jetzt Farsche, oder? Alter, wie geil das denn? Ich dachte, ich ziehe raus, da passiert eh nichts mehr. Vom Rand noch. Geht der Barsch ran. Alter, war das ein Fisch, der Muskelung. 118 Zentimeter, ey. What the fuck? 14 irgendwas, fast 15 Kilo. Nicht schlecht, ey. Hatte schon mal 1,22 Meter Hecht, hatte 15 Kilo, 16 was. In echt halt. Ja, der blaue halt, diese Casting Spoon. Ne? Ich wechsle gleich mal den anderen Blinker. Wollen wir den Medium Spoon nehmen? Er läuft schon richtig gut normal. Du kannst richtig gute Fische fangen. Das ist schon eine gute Idee, dass ich es mache. Ich habe den Bobber auch noch, den Frosch hätte ich noch. Ja, aber jetzt will er irgendwie, jetzt probieren noch einmal hier drüben. Da hatte ich eigentlich auch schon von der Seite. Das ist schön, dass ihr alle da seid. Ich habe immer noch Hunger. Ich weiß nicht warum. Machen wir noch so ein Eis, noch ein kleines. So ein Eis ist auch nicht. Eine Suppe oder so. Ich glaube eher eine Suppe. Und dann ab in die Haie, ins Bett. Ne? Markus ist ja auch dann und bald ins Bett und den Fernsehen gucken. Warte mal, soll ich mal ein Spinnerbait checken? Na klar, warum nicht? Alter, ist der rein, oder? Aber richtig gut, Leute. Habt ihr was verpasst, die wohl noch nicht da waren? Ah! Ist wieder ein Barsch. Was? Ein Casting-Spoon. Ach, das ist falsch. Und gleich mal eine Trophy-Größe. Läuft bei mir. Einmal noch mit dem und dann check ich einen anderen Blinker. Nochmal eine Muskellunge checken. Das Game ist ja chilliger als ETS. Ja! Es ist voll chillig, Digi. Das ist so richtig chillig. Noch chilliger WDS. Recht. Deshalb spiele ich es gern. Man muss einfach eine Maus, kann schön chillig hier sitzen. Bisschen streamen, bisschen labern, bisschen quatschen. Aber. Und probieren, geile Fische zu fangen. Warte, ich lass mal runter.
Ich habe auch einen Popper, ne? Warte mal, Popper sind. Ja, warte, warte, ich möchte jetzt einmal noch diesen. Diesen Casting Spoon, diesen roten checken hier. Der funktioniert. Der ist ein bisschen leichter. Hat er ja nur 21 Gramm. Der andere hat gleich mal 42 Gramm. Aber läuft eigentlich auch gut. Das heißt, hier kann ich chillig. Muss ich nicht die Stufe 3 nehmen. Da kann ich schön mit der Zweierstufe. Kann auch mal ein bisschen höher, man kann ein bisschen niedriger. Kann auch mal ein bisschen zupfen rechts. Ja. Das sind jetzt beide, wenn ich drücke. Das ist nur drehen mit der linken Maus. Bei dreimal Stufe. Halt schön hier. Höher mal. Und das Stufe 3 noch machen. Ne? Oh, bis. Oh, das ist was Kleines. Hä? Barsch da draußen? Sieht so aus, ne? Aber was Großes ist es nicht. Aber ein bisschen hat er. Was Schönes. Das ist ein. Was? Ein Schwarzbass gibt es hier auch? Was? Seit wann das? Wusste ich gar nicht. Hier geht's Schwarzbarsch? Wow, verkackt. Hier geht's Schwarzbarsch? Da könnte ich ja mal mit einem Spinnerbait mal checken. Mit einem. Hört mir gar nicht ein, ne? Das heißt gerade. Ich mache mit dem Bob, ist auch ganz lustig, wenn sie kommen, wenn sie beißen. Muskelunge habe ich mit dem Bob schon mal gefangen, weiß ich gar nicht. Heute beißt alles. Muskelunge, Hecht, Schwarzbarsch, Barsch normal. Wels probiere ich hinten noch, ne? Lachse gibt es auch. Dann habe ich Bachsäbling gefangen. Dann so eine normale Forelle, oder? Ah, 7:27 Uhr haben wir die Zeit, das ist zu gut. Nur 28, die Beißer gehen im Keller runter. Spinnerbait. Hatte ich den Spinnerbait hatte ich hier noch nie probiert, oder? Eigentlich was. Ich weiß es nicht mehr. So geht er mal pennen, leider kein Foto von Kredit bekommen, da hinten ins Pennen versteckt war, aber soll ich schlafen. Was? Wie? Was? Willkommen. Weil sie hinter den Spenden versteckt war. Easy. Foto gibt's noch. Bin ja immer am Arbeiten. Ich habe ja nie Zeit sonst. Digi. Schlaf schön. Gute Nacht, Markus. Wir hören uns. Wir sehen uns. Danke fürs Reinschauen trotzdem nochmal. Probieren wir mal mit Spinnerbait, ob der vielleicht ein bisschen. Auch nicht. Dann mache ich den Never Spoon Wetten, dann Bam. Soll ich mal machen? Einfach nur so als Gag. Das ist kaum zu glauben, dass das Spinnerbait hier bei den Hechten nicht geht, ne? Weil das ist eigentlich das richtige Werkzeug. Aber danke, dass ihr dabei seid, Leute. Echt lieb. Bin nicht so alleine. Tust du mal hoch, lässt er runterfallen. Hoch. Oh. Krass, oder? Kaum zu glauben. Das ist ein Spinnerbait, meine Lieben. Ja? Die gibt's echte. Die Beißzeiten jetzt so scheiße sind jetzt auch wieder, nicht? Dachte mir, der sei so gut, der Köder. Na, der Nero Spoon. Ich will es jetzt mal wissen. Ich mache einfach mal als Gag, ne? Mach ich mal den Nero Spoon, mein Lieben. Weil das will ich jetzt wissen, ne? Das ist jetzt einfach. Ich tue gar nicht vor, ich probiere jetzt den einfach.
14 Gramm. Den kriegst du auch noch schön weit raus. Den kannst du ein bisschen locker. Es sieht eigentlich aus wie mein Blinker, mein S-Form von Jensi. Jensi S-Form. Den fange ich nochmal die Barsche, wenn sie da sind. Okay. Das ist mir neu. So ein geiler Biss vorhin, diese Muskelunge war so Hammer, meine Lieben. Ja, Markus muss leider auch pennen gehen, ich auch bald mal. Wisst ihr, ob der geht? Komm, ich probiere mal den Wels dann. Ich tue mal vor. Ja, ich möchte noch nicht vormachen. Ich möchte noch ein bisschen Kilo haben. Fisch. Wo ich da am Abend mal. Dann ist der Abend vorbei und dann hacke ich hier mit der Kohle richtig ab. Weil ich jetzt viel bezahlt. 8000. 9000 die Lizenz, 9000 die Reise. Denke ich gar nicht. Das wundert mich jetzt. Die Bisszahlen sind gar nicht so beschissen. Dann machen wir nochmal mit dem Popper. Auch ganz lustig. So, jetzt Leute, jetzt. Popper. Einmal so. Wird nochmal super. Und verdrehen mit Stufe 1 und dann immer mit Rechtsklick. Auch doppelt. Ich gehe nochmal auf die andere Seite von der Map. Komisch. Ja, so scheiße sind die Beißzeiten jetzt auch wieder nicht. Meine Freundin ist irgendwie unterwegs, keine Ahnung, wo sie hin ist. Feldberg geht auch nichts mehr. Bug. Ich muss mal an die andere Map gehen. Also die Bisszeiten sind jetzt hier in der 7:53 Uhr. Ach komm jetzt. Ey, Alter, ehrlich jetzt. Jetzt geht auch nicht, ne? Es ist gerade so schwierig, Leute, für mich gerade hier. Chat ging noch gut. Crayfish ist eigentlich ja normalerweise. Warte mal, stopp. Boom, Popper. Mit dem Popper? Ja, klar. Wer es glaubt, wird selig. Muss bitte. Also, ich habe sie ja eigentlich mit dem Chat gefangen, ne? Damals. Grün.
Die bringen nicht die Punkte, aber die sind halt auch schwer rauszuziehen, weil die ziehen richtig gut. Mit einem Popper, ein Wels, das will ich sehen. Da entlang, wo sie sind. Das wäre jetzt auch mal interessant zu finden, herauszufinden. Ganz klassisch. Hier am Abend ab 17 Uhr, oder? War das? Ich glaube, es war 17 Uhr. Will aber jetzt nicht extra wegen denen. Mit dem Popper, das würde mich interessieren, die Zeit, aber da muss ich die Zeit. Da muss geht so nicht. Ja, die Welse, da hatte ich eigentlich Welse gefangen, aber das ist eigentlich hier auch total tot, ne? Am Abend warte ich noch ein bisschen. Ich will jetzt mit 39 Kilo, will ich jetzt. Ja, ich könnte schon, ich kriege das schon zusammen, wenn meine Augen werden müde, Lamse. Ja, okay. Nur mit Spinnangeln. Auf Grund angle ich nicht auf Schwimmer. Und ich habe schon Schwimmer auch, aber ich angle nur mit Werfen. Das macht mir mehr Spaß. Also dann, ein super Trommler, ne? Das ist ja ein super Trommler. Ich mag das gerne mit Werfen. Macht viel mehr Spaß, Moritz, finde ich. Ja. Nur so reinschmeißen mit Schwimmern. Ja, ich habe schon mit Schwimmern. Ich habe den Schwimmer. Viel mehr Spaß. War richtig fette Muskel angefangen mit 114 Zentimeter. Macht aber auch Spaß, ja. So macht es Spaß eigentlich, so mit bisschen Becken, ne? Aber Welse, da tue ich mir jetzt gerade ein bisschen schwer hier, weil Welse beißt immer, ich glaube eher so am Abend ist das besser gewesen. Ich will aber jetzt nicht auf 17 Uhr vorspulen. Naja, aber es ist kein Wels. Komisch. Wenn ich auf 17 Uhr mache, dann fange ich. Ja, okay, das ist jetzt halt wieder ein. Was hat Dommel? Okay, die beißen auf den Chat auch. Ja, wenigstens ein bisschen was. 41. Das wundere ich mich jetzt, dass die hier jetzt nicht beißen, die Wels. Ich glaube, es war 17 Uhr. Hatte ich da dran. Was mache ich denn? Sorry, Leute. So, kann ich hier umswitchen. Mein Bopper müsste eigentlich auch gehen. Hä? Das will ich sehen. Ups.
Also ein bisschen Gefühlssache. Ja. Oh mein Gott. Das ist einer, glaube ich, oder? Ne? Ne, aber irgendwas ist Gutes, weil als Wels ist es nicht, glaube ich, weil der Biss kam gut. Oh, das ist aber ein guter Süßwassertrommel, oder? So wie die gewissen. Alter! Biss wohl XP. Ja, Süßwassertrommel, ein großer. Ja, ein bisschen XP wollte ich schon eigentlich mit den Wels. Die ist so schwer rauszuziehen, weil sie so groß sind. Ja. XP, XP. Ja, halt Punkte hier, Kilo und bisschen, ne? Ich dachte, das war ja, das war er jetzt, aber. Der Biss kam ganz, ganz komisch. Diese Unterschiede, ne? Kleiner, größerer. Ups. Das hat auch mal, das gibt auch wieder ein bisschen Points. Mal wissen, wenn ich mit dem Popper hier durchziehe, aber da, nee, da muss die Zeit stimmen. Das wäre es noch, ne? Mit dem Poppers und Wels. Aber schon richtig knapp. Das ist eine. Das, ne, das ist auch kein Alter, der Biss, das ist ein Hecht, oder? Das ist interessant. Bisschen weiter nach links und du fängst Hecht. Dieses Leveln ist verdammt schwer leider, an diesem Spiel zu leveln. Ja, ich habe lange gebraucht eigentlich, bis dieses Level und alles. Da musst du angeln, angeln, angeln. Ein Hecht, hab's doch gesagt. So wie der gebissen hat. Und nicht mal schlecht, 91 Zentimeter. Läuft! Ja, da drüben dann mehr links, Hecht, ne? Jetzt gehen wir mal mehr rechts. Rechts ist immer gut. Geht schon runter, ne? Alter, wie geht's? Was ist auf die Kante hier? Da haben sie einfach so eine beschissene Kante eingebaut, Leute. Da kennen sie nichts. Ja, das mit dem Wels. Oh, was? Ja, ich dachte schon. Ein Hänger, oder? Probiere ich mal. Ne? Digi, digi, digi. Oh, geile, geile, Shetty, Shetty. Lecker. Ist denn das? Was ist das? Was hat der jetzt gebissen? Alter, der Kleine, geht's noch kleiner? Näher da. Ja, Level 50, ja. Ja. Das haben die ja halt so gemacht.
bisschen Kohle, weißt du so. Was für ein süßer Barsch. Oh, Butchie, kleine, bist du süß. Diese süße kleine Barsch. Hier hat die gebissen. Der Kleine. Na? Ja, Wels, ist Wetten 17 Uhr, wenn ich auf 17 Uhr tue. Wetten, wollt ihr sehen? Soll ich machen? Oh, scheiße, aber ich mach's mal. Dann seht ihr's. Oder soll ich erstmal noch? Ich wollte eigentlich schon bei 100 Kilo, dann, aber ich meine, der Wels kriege ich dann schon raus, eigentlich so auf der Seite, aber. Ich sehe so einen Mega-Trill hier. Alter, ich bin mir so froh, wenn ich die Linsen bekomme, dann drückt mir das nicht mehr so. Die Brille. Oh. Alter. Heute bin ich kaputt. Morgen noch arbeiten wieder, du. Zur Woche. Scheißdreck nur machen. Nein. Da drüben ist Ende naht. Die Zeiten sind Schiedrecken. Mach's einfach mal. Scheiß auf. So, neue Zeit, neues Glück. Ich will Bells checken. Wir haben jetzt halt noch 16 Uhr, aber ich mache es jetzt trotzdem jetzt schon die Zeit. Gehen nochmal mit dem Krebs. Wow. Alter, ist das schwer. Oh, Knick, wieder da. Jetzt habe ich so eine Scheiße dran. Oder? Ja. Den hatte ich doch letztens auch, den Krebs. Der hat doch funktioniert. Verarschen kann ich mich selber. 100 fix. Außer die haben wieder was geändert. Was ich mir bei denen gut vorstellen kann. Wir jetzt gleich mal feststellen, um Willsbest. Betten hatte ich schon Trophy. Oh! Ja, da hat es mich gerissen jetzt bei dem Biss. Das ist ein, oder? Alter. Ich hab's echt gerissen jetzt, Leute. Oh ja? Scheiße, ist der rein. Das ist ein Wels. Oder? Oder irgendwas? Ja. Alter. Hab ich's gesagt? 16, 17 Uhr. Wow. Mit Krebs. Alter, ist der eine Katzenwels. Ich würde mal sagen, läuft bei mir, ne? Ist nicht groß, aber trotzdem Screenshot. Wow. Das ist das Geile, Leute. Boom, und schon hast du die Kilo oben. Also, geht doch.
Ein Crayfish 10 Zentimeter und es bumst, ne? Boah, mir hat's richtig gerissen, halt. Ich erschrecke jedes Mal so. Ich mich so konzentrieren auf die Runde. Bam! Die gehen noch größer. Der war noch klein. Bisschen Technik. Ja, hier hast du keine Chance mehr. Sehe ein bisschen weiter draußen, da so in dem Bereich eigentlich. Vorm Schlafen nochmal vorbeischauen. Ja, danke schön. Ich gehe auch mal pennen. Und morgen wieder arbeiten. Das lieb, dass ihr noch dabei seid. So, da kommt nichts mehr. Aber ihr habt gesehen, weil es geht hier, wie ich es gesagt habe. Man muss nur einfach den Hotspot finden hier. Also Hotspot. Das habe ich halt per Zufall rausgefunden. Ich habe nicht mal ein Tutorial geguckt. Aber. Guck mal da. Man muss ein bisschen. Mehr mit Gefühl ein bisschen. Boden. Hör dann mal. Philbis? So Philbis eher so ein. Schwierig, wenn sie nicht. Die Zeit ist jetzt 16:20 Uhr, jetzt müsste es eigentlich erst losgehen. Jetzt fängt es eigentlich erst an, ne? Können wir mal da probieren. Echt 35 aufstehen und dann Montag, wo für mich nur schlimme Fächer in der Schule sind. Oh, Digi. Ah, das kriegt schon näher. 35 muss der auf? Ich auf. 40. 30. Nur 30, wieso musst du so früh auf? So weit fahren alles? Genick. Oh, bis. Hat weggeguckt. Echt jetzt? Nehme Fächer. Hat Schule, ne? Und Digi hat hier gebissen. Okay, den wollte ich gar nicht. Nochmal Wels. Nehmen wir mal rechts vielleicht dann. Ja, leider fast 15 Kilometer, wie mit dem Bus. Sogar nicht so fett. Wir hatten die Schule anfangen. Hä? 7 oder wie? Kilometer. Gut, wenn man neben der Schule wohnen will. Rüber, zack. Kannst dir Zeit lassen. Ja, mit Zug. Doch, dauert immer mit Zug. Hat da kein Wels mehr jetzt? Warum? Schwierig. Der eine hat jetzt super gebissen, aber das mit den Welsen, das ist beschissen. Nee, das rennt sich hier rüber. Echt um 35 auf und 15 Kilometer Zug.
Wäre super, wenn die Schule gleich ums Eck wäre. Morgen fahre ich angeln. Mal sehen, was ich fange. Morgen fährst du angeln? Wie? Hast du frei, Moritz? Wie? Das sind echte Angeln? Ja? Am Abend, oder wie? Ist der Angeln. Was gehst? Zander, Hecht, Barsch, Döbel. Nichts los in der Zeit. Nee. Ich wollte eigentlich heute raus. Ich habe einen Hecht gefangen heute, einen kleinen. Nur am Steg dran habe ich ein bisschen probiert. Kann ich zeigen, wenn wir das Video. Ja, Ferien, echt? Ja, Ferien? Läuft. Das Ferien? Echt? Ich war heute auch ein bisschen angeln. Ich bin aber weg. Ja, danke schön trotzdem fürs dabei gewesen sein. Lieb von dir. Probieren wir nochmal den Chat hier machen. Wels gehen hier. Wer die Kilo voll? Ich brauche die 200 voll. Das hatte ich mit. Barsch, Hecht, Zander, das Übliche. Habe auch schon. Hast du meinen Zander schon gesehen, Moritz, oder was ich gefangen habe? Im Juni war das. Ja. Hast du schon gesehen, Moritz? Teil rausgeholt habe. Also die letzte Zeit gar nichts mehr. Ich bin auch nicht mehr so viel im Barsch und so. Da bin ich nur so ein bisschen von Land ausgegangen, ein bisschen gecheckt. Ah, Biss. So kann ich die Sinne. Ist er wieder? Nee. Mal sehen, wie ich vertikal Zander kitzle. Zeig dir gleich. Da habe ich es noch gar nicht gesehen. Profi-Vertikalangel mit dem Boot. Zeig mal, komm. Zeig mal dem Digi hier, komm. Hier war mein Boot. Muss ich suchen unter 190 Zentimeter. Boah, ich fange halt mal dann sowas. So groß? So groß, ne? Die Videos sehen? Aufpassen. Zeige ich nicht allen, das ist eine Premiere, wenn ich das zeige. Ich habe es in letzten schon. Jetzt kommt gleich mal der Bisse. Das vertikal mit dem Gummifisch. Dann fährt man auch so ein bisschen mit dem E-Motor, ne? Checkt ein bisschen, immer auf dem Boden wieder. Also dann jetzt wieder auf dem Boden, jetzt bin ich wieder auf dem Boden, wieder hoch. Zurück, bisschen wieder hoch und recht Biss. Alter! Jetzt gut, gleich gucken. Alter, überhaupt mehr Alter, Alter. Oh ja, das ist richtig groß, ne? Das ist wie Schnaufe hier. Das ist Spezial-Vertikalroute, kostet 200 Euro. Ups. Da kippt nichts um, das Boot. Das ist ein gutes Boot. Da muss ich einen großen Kescher nehmen, so groß ist der. Ich würde eine Handlandung machen, aber. Reicht, oder? Boah, was für Teil. So, da kriege ich fast nicht rein. Das ist eine große Kiste. Ja, guck mal. So. Hat die ganze Kiste kaputt gemacht. So. Der ganze Ding hat er auseinandergenommen, die Kiste. Er hat die Kiste rein und hat gesagt, pam, pam, pam. Ja, ist schon richtig gut, ne? Ups. Hab ich jetzt gedrückt. Der ist richtig gut, ne? Ich habe auch Hechte und so auch. Und so also große Hechte eigentlich normalerweise. So, wo? Sitzt gar nicht. Das von heute ist,
Kleiner Stinkel gefangen, guck mal, Leute. Weg. Alles so ein bisschen geworfen. Achtung. Wow. Wow. Oh, was? Alter. Der Kleine. Der Kämpfer. So, aushängen. Kleiner. Ein Stinky, der hat wirklich gestunken. Oh, eine kleine Hecht. Oh, habe ich heute gefangen. Habe einfach so über Spaß ein bisschen geworfen, ne? Aber wenn ich fresse, sehe ich so aus. Alter. Wie jetzt zum Angeln. Das ist von meinem Kollegen, der Hecht. Wo man gefangen hat. 1,07 Meter. Mein Hotspot, ne? Dann, wir haben immer so einen großen gefangen hier, einen Hafen drin. Dann, hier vertikal am Rhein. Komm, dann zeige ich auch, komm. Was ist das mit dem Bild los? So, warte mal kurz, was kommt. Achtung. Cheerte Matte. Ich der eine, leck mich doch am Arsch. Die da. Hä? Ja, leck mich. Komm. Boah, leck mich am Arsch. Geil, ne? Sorry, das hat jetzt ein kleines länger gedauert. Ich muss schon die Kamera nicht zurück. Boah. So fischt man Zander. So läuft das Spiel, meine Lieben. Habe ich da mein Hecht, mein 1,22 Meter Hecht? Hat er auch noch nie gesehen, oder? Den. Ich würde mal sagen, läuft bei mir. Aber wo habe ich den? Weiß ich gar nicht mehr, wo meine Bilder sind. Jetzt ist es soweit bei mir. Ach, bei E war das, oder? Hier. Mit 23. Der war auch gut. Hat 1,22 Meter gehabt. Den Wobler. Länger her schon. Ach, der war so geil, der Fisch. Schmackis gehabt, du. Boah. Habe ich Video, der ist richtig abgegangen. Ich habe da noch reingeschrieben, 120, war 122 gehabt. Das ist ein Fehler. So, mache ich noch ein bisschen weiter. Geil, oder? Läuft, ne? Ex für dich, Moritz. Bei vielen gehört ein Fisch immer ein Bier. Ja, ich trinke kein Bier. Ich trinke vielleicht mal einen Radler oder so. Ja, ist gut. Ich mache jetzt nicht mehr so lange, ich muss ins Bett, Leute. Wollte nur hier ein bisschen die Fisch voll kriegen noch. Aber wenn ich jetzt aufhöre, ist die Zeit auch um, oder? Die Lizenz ist um, die Zeit bleibt gleich, ne, wenn ich rausgehe. Ja, Zander ist schwierig. Wels ist schwierig hier. Mal rausfinden, wenn der Trick. Gehen wir nochmal schnell zu den Hechten. Ein bisschen Kilo machen, dann lasse ich es gut sein. Hast du auch einen Hai gefangen? Nee, auf Hai bin ich nicht gegangen. Nee. Hochsee fischen oder so oder mehr. Nee, nicht mein Ding. Large, schauen wir da rüber hier. Large!
Lauf, Forrest, lauf! Ach, ich bin schon müde langsam. Kannst du ein Beispiel dran nehmen? Ja, nee, es ist halt so. Es ist nicht schwierig bei uns im Boden. Es ist nicht mehr so, was das mal war. Musst du viermal raus, musst du wissen, wo die Hotspots sind, ein bisschen die Tricks ein bisschen wissen. Dann bringst du die auch, aber wird schwierig. Zander hätte ich heute sicher gefangen, aber es ist ja wieder Regen gekommen, deshalb bin ich nicht raus. Wollte eigentlich mit dem Vertikal ein bisschen abchecken. Rand entlang. So mein Hotspot, wo ich weiß, wo sie ungefähr sind. Aber es ist natürlich auch schwierig, ne? Naja, ich bin schlafen. Ja, Buckenig, morgen viel Spaß, ne, bei der Schule. Nimm sich zu streng. Sehen uns dann zum Abend beim Stream. Ich muss ja morgen auch arbeiten bis 17 Uhr, also von dem her weit man's heil, ne? Aber den gleichen Scheiß. Bilbis. Komm, ich nehme nochmal den blauen. Ich wollte einfach nur noch ein bisschen angeln, weil ich so richtig gerade Bock drauf hatte. Deswegen bin ich eigentlich noch live. Nochmal live. Ich habe heute schon ETS gespielt, 3 Stunden, aber. Probieren wir nochmal so eine Muskellunge zu checken hier mit den blauen Cussing Spoon. 42 Gramm. Hackengröße für. Dankeschön, Buckenick, fürs dabei gewesen sein. Sehr lieb von dir. Auch da warst. Oh, da sind wir alle müde. Gibt's nur, wäre eigentlich eine gute Zeit, ne? Ja. Yes! Fish on! Yes. Der ist gut. Oh, der ist ganz gut. Alter, echt jetzt? Nein, im Tita. Nee, geht anders, ja? Was arbeitest du? Bootsbau? Ich mach Boote. Ich bin aber derzeit in Instandhaltung und so. Also, naja, jetzt morgen bin ich eigentlich in dem Boot dran, wo ich geschliffen habe. 2 Größe gemacht, jetzt schon geschliffen und den Neuaufbau. Und WC-Umbau sind wir dran. Draußen noch spachteln und verputzen, aber. Oh, Hecht in Trophäengröße. Läuft, kriege ich noch die 100 voll vielleicht, ne? Das war jetzt gar nicht so schlecht. Sonst war ich Kameramann und jetzt auch wieder selbstständig möchte ich machen mit Schatzi und so. Ich möchte Tattoo-Studio, ich möchte ein bisschen so Drohnen und Fotoapparat verkaufen, Steadicam, so ein Profigerät, Equipment. Das muss ich jetzt noch abchecken, einen Händler finden, wenn das auch habe. Nur geht so gut die Zeit. Also er funktioniert, der blaue, ja? Der Cassings. Obwohl er eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. Also laut Beschreibung. Sollen wir ausprobieren? Auch schon lange nicht mehr darüber gesprochen. Ich bin nicht müde. Oh, ich bin müde. Ich bin heute schon früh wach gewesen, habe ich schon ausgeschlafen ein bisschen. Dann wieder ein bisschen angeln, alles abgecheckt. Das haut dann schon ein bisschen rein. Dann auch Streaming gemacht. Was gegessen, Streaming gemacht, DTS, jetzt nochmal Stream. Das muss ich dann aufhören. Ne? Hätte ich weiter rechts geworfen, hätte ich ihn dran gehabt. Einzigartig echt. Aha. 30 Kilo? Was hier mit Schwimmen und so. Komm, da geht auch noch was, Leute. Da geht auch noch, was gehen hier. Nur da drüben, da fängst du einzigartig, ne?
Ne? Regnet immer noch, sehe ich gerade dort. Eigentlich ist es ja nicht der ideale Blinker dafür. Was Angelmesse? Wo war die? Die Angelmesse? Wo war die? In Deutschland? Hessen oder wo? Oder wie? Um 7 Uhr. Schick und platt. Komm, Muskellunge, komm, Digi, schöner, geiler Kassi. Das kriegst du nie mehr vor die Fresse. Musst du beißen. Richtig geiler, schöner. Ist interessant in diesem See, ne? Einmal geht's und dann ist vor einmal tot. Ne? Da musst du wieder diesen Chat hinhauen. Leipzig, ah, Leipziger. Oh, ich hatte aufletti im Bett. Hunger habe ich auch noch. Süppchen mache ich mir noch. Dann gucke ich noch meine Sendung. Ja, will nicht mehr. Der Blaue will nicht mehr. Der will einfach jetzt. Es ist eben genau das, was ich meine mit dem Spiel. Einmal ist so, dann ist wieder so, dann dieses Scheißwechseln. Das ist voll der blöde Schwachsinn, wo keiner. Bob habe ich jetzt keinen Bock drauf. Winnebait. Gehen. Leipzig war Angelmesse, okay. Beste Bisszeiten, 17 Uhr. Castingspunkt geht doch nochmal. Alter. Willst mich verarschen hier? Ich hau rein. Gute Nacht, ja. Gute Nacht. Wir hören uns. Nächstes Mal wieder, ne? Morgen Abend bin ich wieder am Start, denke ich mal. Hast ja noch frei. Ach, wie viel mal noch fehlt bis? Oh mein Gott! Was war das? Alter, deine fucking Ernst jetzt gerade? Kannst du mich nicht so aufwecken hier? Ich war gerade kurz zum Schlafen. Scheiße, Leute, vorm Rand hier knallt der rein, als wäre es der letzte Tag auf Erden. Da, dann noch drauf, oder? So wie es aussieht. Es sieht immer groß aus, ne? Einzigartig, oder?
dem Spiel verstehe ich nichts mehr, Mango. Das ist so krass. Muss ich schon gucken, Mango ist ganz witzig. Ja, komm. Krieg ihn hier raus. Der ist so groß. Der ist gut. Alter, vorm Rand. Ja, ja. Trophäengröße, klar. 96 cm. Läuft! Mach ich noch die 100 voll, oder? Alter, und das am Rand einfach so klassisch, ne? Unglaublich, meine Lieben. Ich hau rein, gute Nacht. Moritz ist weg. Dreimal fehlt bis irgendwie so ganz komisch. Und dann knüppelt er rein, ja? Vom Rand. Ja, die Muskellunge, aber die ist halt auch so einfach. Ja, einfach. Ja. Chat funktioniert eigentlich normalerweise schon. Ja, Fehlbiss wieder. Kennen wir. Oh, schon wieder. Was ich jetzt? Alter. Kann nicht sein. Oh Mann, ey. Ich bin müde, Leute. Ich mache jetzt noch kurz 100 Kilo nach vorne, dann kann ich morgen noch vielleicht oder übermorgen noch ein bisschen checken. Ja, fast 21 Gramm Chickenkopf nehmen, ne? Der 25 Gramm ist mir ein bisschen zu, wenn ich ein bisschen oben bleiben will, ein bisschen zu hektisch. Ja, da gesehen, Bumm, Biss, zieht auf die Seite. Und, warte mal, ich möchte mal was ausprobieren. Was ist, wenn ich am Rand bleibe? Boden meine ich. Ah, verkackt. Scheiße. Man sollte auch drücken dann, wenn er oben ist, ne, auf den Ding. Jetzt lasse ich mal unten. Ich probiere mal was aus. Lass mal unten. Ist ja okay, ne? Ja, Fehlbiss. Machen wir den 21 km und gucken, was dann passiert. Ich finde eigentlich den 25 Gramm, der Kopf, der ein bisschen grün hier kommt. 20 Gramm. Der ist jetzt nicht so aggressiv, der geht nicht so schnell auf den Boden. In der Mitte führen. Okay, das ist mir jetzt neu. Ist das so? Hatte ich jetzt hier noch. Ich wollte eigentlich die 100 Kilo im Vollmal, aber so geht das nicht. Man kann sich auch nicht mehr konzentrieren, wenn man müde ist. Dann ist sie irgendwie Ende.
15. habe ich hier einen Termin, Dienstag. Was, Dienstag? Oh Mann, ich weiß nicht mehr, wo ich den Zettel habe. In den Termin, wo ich habe. Optiker. So, lass es gut sein. Ich kann nicht mehr. Meine Lieben, Ende Gelände, hilft nichts. Kann ich morgen dann auch noch mal weitermachen. Ich muss raus. Ende, meine Lieben. Ich sag gute Nacht. Das ist, geht nicht mehr. Wenn dann irgendwann mal fertig, dann ist fertig. Dann bin ich chic. Und ich bin chic. Ich habe heute, wie gesagt, schon ETS gespielt und bin fix und down, Leute. Ich sag trotzdem Dankeschön an die Digis, wo dabei waren. Wir sehen, hören uns heute Abend eigentlich wie morgen Abend. Ne? Wir haben ja noch nicht Sonntag, Montag. Also immer noch Sonntag. Oh, sorry. Und ja, wir sehen uns, mein Lieben. Ich muss morgen auch arbeiten bis 17 Uhr. Mittagspause eine Stunde und dann werde ich gucken. Morgen möchte ich eigentlich machen, entweder schnell noch das Fishing, damit ich die 200 Kilo voll habe, sonst habe ich die Lizenz weg. Und dann eigentlich vielleicht noch kennst du das, ne? Der Human Kentos Odyssey, also die Odyssee der Menschheit, mit dem Planet der Affen möchte ich spielen morgen Abend dann noch wieder mal weitermachen. Habe ich länger jetzt nicht mehr gespielt. Ein bisschen eine Expedition machen, wieder ein paar Affenmädchen finden und die poppen, ne? Kinder kriegen und die Evolution weiterführen können. Ja, wir sehen uns, meine Lieben. Dankeschön fürs dabei gewesen sein, wie ich gesagt, und schlaft schön, gute Nacht und wir sehen uns. Bye bye. Hier draußen. Liebe euch. Ja, gut.